Hallo und willkommen, ich bin Sam Gadai. Wie ihr seht, habe ich ein neues Spiel ausgepackt, denn wir haben wieder Freitag und das bedeutet Random Friday, wo ich irgendein Spiel meistens von der Steam-Liste mir greife und es einfach mal anspiele. Und wie ihr erkennen könnt, wir sind im 18. Jahrhundert, um genau zu sein, 1886. Und jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, was sind das für Riesenmaschinen im Hintergrund? Die gab es so zu der Zeit bestimmt nicht. Stimmt, wir sind im alternativen Universum von der Erde, wo Frankreich gegen England Krieg führt oder umgekehrt, ist ja mal egal. Und ja, da ist es halt 1886 und die haben Mechs. So Steampunk-Mechs, also so, ne? Dampfmaschinen-Mechs. Ja, hört sich schon sehr interessant an und ich werde auch gleich darauf eingehen, wie das Spiel überhaupt zu spielen ist. Denn das ist, obwohl es hier so ein Match-3-Game ist, hier so, ne, wo man halt Punkte verbindet, damit man halt Ressourcen oder halt Points daraus zieht. Aber wie gesagt, da werde ich gleich drauf eingehen. Fangen wir erstmal vorne an. Machen wir mal ein neues Spiel. Weil, wenn man hier nämlich stirbt, ist es durch. Ihr seid dann platt wie eine Flunder. Und ihr könnt nochmal von vorne anfangen. So ein bisschen wie bei FTL. So in die Richtung gehend, aber nicht so ganz. Das hier funktioniert schon ein bisschen anders. Und wenn ihr das durchspielt, kriegt ihr aber auch Bonis fürs nächste Mal. Denn hier sowas hier, Global Unlocks. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile Stufe... ja, Stufe 9 sind wir nächstes Mal und dann kriege ich so ein bisschen Life-Leech-Effekte und sowas. Also, ne? So, ich habe, glaube ich, freigeschaltet so Sachen, neue Piloten, neue Mechs und, glaube ich, wenn ich auflevel, damit ich mehr Lebenspunkte kriege jedes Mal. Aber hier, gehen wir mal rein, damit wir auch endlich sehen, worüber ich die ganze Zeit rede. Wir können uns zuerst natürlich einen Piloten aussuchen. Wir haben hier sie am Anfang. Sie ist ziemlich gut mit allen möglichen Sachen, die gerade mit Energie zusammenhängen. Deswegen habe ich das hier auch gerne genommen. Gerade weil ich viel Mesh habe, der mit Energie nämlich gut hantiert. Und er hier ist eigentlich sehr viel besser unterwegs, wenn er hier mit... Wo haben wir es noch gleich? Da ist immer sehr viel... Ja, du kriegst das, wenn du das und das machst, kriegst du das und das. Also so und so viel Prozent dazu. Und ich so, was? Aber ich nehme eigentlich gern sie hier, weil gerade das mit der Energie, einfach, dass man Schilder und Laufen halt ein bisschen billiger hat, das ist schon schweinegeil. Das ist einfach super. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. So, nehmen wir sie mal. Und passenderweise, ich habe jetzt mittlerweile von denen, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt ist, ich nehme mal an, wenn die oben hier so links-rechts Reiter sind, dass es vielleicht weitergeht, aber bis jetzt habe ich erst drei von optisch sichtbaren vier freigeschalten. Da haben wir erstmal hier den hier. Genau. Das ist mehr so eine Art hier, ich habe eine Laserkanone und Maschinengewehr-Geschichte. Der hier, den ich jetzt auch gleich nehmen werde, Arundel, das ist so, ein, so eine Art Schnellfeuer-Laserkanone, also Schnellfeuer, nee, Plasma ist nicht, Pulsrepeater. Ja, im Endeffekt schießt man ganz viele kleine Kügelchen. Im Endeffekt Maschinengewehr nur auf Energiebasis halt. Und auch so eine Laserkanone. Und er hier ist einfach nur ein fettes Vieh, wo er eine riesenart Schrotkanone hat. Oder so eine Art Kettenblitzlaser. Aber ich nehme jetzt mal ihn hier, weil das passt inhaltlich jetzt zu den Piloten halbwegs gut zusammen. Womöglich, was hier steht, auch. Aber nur die Hälfte, weil, ne, Energie. Aber, ne, nehmen wir mal ihn hier so nach. Die haben hier auch noch Sonderfähigkeiten natürlich, die wir während des Kampfes einsetzen können. Und da wären wir auch schon, ne? Das war der Bildschirm, den ihr womöglich öfter sehen werdet, weil hier tut ihr quasi euren Piloten mit neuen Fähigkeiten ausrüsten, wenn wir sie freischalten während des Durchspielens. Wir können hier auch unseren Mech mit Sachen ausrüsten, sofern wir die freischalten beim Aufleveln. Und natürlich unsere Waffen mit Sondersachen noch belegen. Wir können auch die Waffen austauschen. Wir können auch danach irgendwelche anderen coolen Waffen finden und dann die auch bauen und dann hier reinschmeißen und dann womöglich noch so ein kleiner, so eine Art Gimmick-Komponente mit reinschmeißen. So, ja, wenn du schießt, dann hast du eine Chance auf irgendeinen Effekt zum Beispiel oder sowas. Hier oben ist unser Erfahrungsbalken und das Geld und hier oben ist der War Assets. Genau. Der Gag ist, das hier brauchen wir eigentlich nur, damit wir quasi den Boss, der ist ein Boss immer auf der Karte gleich zu sehen. Und je höher dieser Wert ist, desto einfacher wird er für uns. Ja, deswegen macht es durchaus Sinn, genug Missionen vorher zu machen, bevor man den Boss sich krallt, weil, ne, er wird halt einfacher und man kriegt halt mehr Gold und man kriegt Erfahrung mehr. Macht alles Sinn. So, hier sind Lebenspunkte und am besten wir springen einfach mal direkt rein, bevor ich noch ein dummes Zeug weiterrede. Los geht's! Hier ist nun die Übersichtskarte. Hier, wie ihr seht, ist der Boss, der bestimmt irgendwo Spezielles hinlaufen will. Und das wollen wir natürlich aufhalten. Wir kriegen auch so ein bisschen gesagt, was hier abgeht. Momentan ist ja noch hart. Man kriegt 15.000 Erfahrung für den Typen und man hat ein Turn Limit. Ja, gibt es Turn Limits. Man hat halt nur, ne, so rundenbasierender Kampf, deswegen macht das durchaus Sinn. Und ja, kriegt halbwegs Gold und so weiter und so weiter. Ist momentan noch hart. Deswegen wollen wir ihn mal in Ruhe lassen. Der steht auch noch da, 9 Tage remaining. Das heißt, wir haben ruhig noch ein paar Runden Zeit, wo wir noch andere Sachen vorher machen können.
deswegen meine ich, hat was mit FTL zu tun, da gibt es ja am Ende auch so einen Bosskampf, aber hier gibt es öfter einen. Das ist nicht der einzige Boss, den wir sehen werden, das ist nur der erste. Gut, und jetzt haben wir natürlich hier die anderen Felder, wo jetzt Medium-Missionen sind. Die Missionen sind auch sehr unterschiedlich. Manchmal heißt es, man muss zwei Gegner hintereinander töten, manchmal heißt es, man muss am Leben bleiben oder man muss halt den Gegner töten, ohne eine gewisse Komponente zu zerstören, also Geschichten. Da muss man sich ein bisschen durchfriemeln und ein bisschen lesen, was da steht. Was könnten wir hier machen? Aber ich glaube, die ersten Missionen sind hier alle äquivalent. Da steht jetzt nichts bei, wo ich jetzt sage, oh, ich will nur nichts haben, wo ich jetzt zwei auf einmal besiegen muss, weil das ist immer relativ tricky. Das hat alles ein bisschen was mit Glück zu tun oder halt wie gut man halt mit diesem mehr Spielmechanik zu Rande kommt. Ach komm, nehmen wir mal hier das, was hinter dir steht. Warum nicht? Da kriegt man, sieht man auch gleich, was man überall kriegen wird dafür. Deswegen läuft, los geht's! Und so sieht auch der Kampfbildschirm dann aus. Wir sind auf der linken Seite. Wir kriegen natürlich noch ein bisschen Einleitung. Immer so, das überklicken wir jetzt mal alles. Ist nicht relevant. Man kriegt auch ein relativ langes Intro mal gezeigt, wo man auch hier das Ganze erklärt kriegt. Aber ich mache das alles mal on the fly. Ja, und das ist auch hier schon. Hier das Ding wird gleich entscheiden, ob wir was reisen oder eben nicht. Aber eben nicht nur. Das ist halt alles ein bisschen trickier gelöst. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und tue ja alles, was farblich natürlich zusammenpasst, anklicken und sage dann, hurra, ich habe gewonnen. So funktioniert das Spiel dann doch schon wieder, nicht? Okay, wir sollten erstmal Energie kriegen. Mindestens 6 Energie, weil das ist ihr Special, ja. Das wird dann... Oder muss ich ihn aktivieren? Nein, muss ich nicht aktivieren. Ihr Special ist ja von wegen, ich müsste 6 von den Energiefeldern haben, damit ich das Laufen und das Schild raufhauen, was man übrigens immer wieder neu machen muss, jede Runde, billiger kriegt. Deswegen machen wir das mal gerade. Genau. Und dann, das ist jetzt hier Energiebalken, wir haben Munitionsbalken und für unsere Waffen brauchen wir, um die abzufeuern, im ersten Runde eh noch nichts, weil wir können ja erst Runde eh nicht schießen. Aber wir können ja was vorbereiten, deswegen sollte ich auch das mitnehmen. Am besten, ich weiß, bei dem Ding hat er 6 Schuss maximal, das heißt, ich mache jetzt 3, ah komm, wir nehmen hier das noch mit. Fuck, das ist noch voll und wir gehen jetzt vorwärts. Wir holen unser Schild rauf, wups. Ihr seht hier oben auch die schöne Zahl. Wir haben 8% Ausweichen und jetzt 10er Schild. Was natürlich von dem Schaden, den er uns machen kann, weggeht. Was hat er überhaupt an Waffen dabei? Das sind auch die jeweiligen Ecken, wo man anvisieren kann. Der hat auch so einen Pulsrepido, aber eine Kanone dabei, die uns, sehe ich, ziemlich auer machen wird. Ich habe noch eine Aktion frei, deswegen war hier auch eine 3 am Anfang zu sehen. Ich kann noch einmal hier alles anklicken, wenn ich will. Ich würde gerne Energie nehmen, wahrscheinlich kann... Oh doch, kann ich doch. Gut, und ich würde sagen, wir haben so viel Saft. Dafür brauchen natürlich auch immer ein bisschen Kühlung dabei. Nochmal ein Schild höher. Nochmal mehr Rennen. Weißt du was? Nochmal Schild höher. Warum nicht? Und wir sind für unsere Runde erstmal fertig, weil wir können ja jetzt nur nicht schießen. Er läuft, macht Schild drauf und Kanone schießt. Kommt aber nicht unser cooles Schild durch. Einmal nur 3 Schaden gemacht. Das ist doch schon mal sehr schön, sehr schön für uns. Jetzt geht nämlich hier oben alles immer 1 runter, jede Runde. Deswegen muss man da immer nachfüllen, sozusagen. Wir haben bis jetzt noch nicht geschossen. Unsere Waffen können schießen, indem sie, im Gegensatz zu manchen anderen Waffen, ich glaube, die Munitionswaffen brauchen nämlich auch Kühlung. Wir brauchen aber dafür Munition und auch... Munition und Kühlung brauchen wir ja auch. Und die anderen brauchen halt, glaube ich, Energie über das, glaube ich, und Munition. Irgendwie so was war das. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo fahren wir am besten an? Am besten wir schießen als erstes Mal. Und weil wir ihn direkt überfordern wollen, 75% des Schildes kann ich den hier umgehen, das ist eine Fähigkeit. Ich glaube, das fangen wir auch recht mal an. Wir schießen die Kanone weg, die ist uns zu gefährlich, glaube ich. Wir schießen mit dem Dauerfeuerding. Also, Skill rein, blip, Feuer. Ja, da haben wir es getroffen, haben wir die Waffe auch halbwegs geklatscht. Oh, der hält noch 6 Lebenspunkte aus. Feuer, nochmal. Die Waffe ist hinüber, ausgezeichnet. Ich kann auch jetzt nichts mehr hier oben wirklich tun, weil ich habe keinen Moon mehr, also muss ich das nachfüllen irgendwie am besten. Hier die gelben Felder heißt übrigens Geld. Es gibt auch noch andere Felder, also andere Special Events, wie hier das hier. Hiermit kann ich 2 verschiedene Sachen nämlich ineinander anklicken, das heißt, ich könnte sowas machen. Erst Energie nehmen und dann auf Munitionsrohre wechseln, was auch sehr cool ist. Was ich aber jetzt glaube ich nicht machen werde. Erstmal kurz überlegen, was wäre jetzt als Nächstes? Ich muss auch ein bisschen planen, weil man, wenn man mehr als hier das Ding halten kann, aufnimmt, dann geht das verloren, deswegen. Ich würde sagen, wir nehmen hier die 6 Felder am Rand, aber wir nehmen die Energie auf jeden Fall mit. Ja.
Wir nehmen auf jeden Fall mit die Energie. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Energie, brauchen auf jeden Fall noch. Und den Rest der Munition nehmen wir doch wirklich. Wupp. Wir können auf jeden Fall jetzt nochmal schießen. Ich bin dafür, dass wir gleich den Repeater auseinandernehmen. Damit der nämlich gleich auch weg ist. Und wir schießen mit einer normalen Knarre da drauf. Ne, wir schießen mit Laserkanone, glaube ich, drauf. Das können wir dann nämlich zweimal machen mit 81 Schaden. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Feuer. Bam! Treffer. Wenn die Lebenspunkte oben auf 0 sind, ist so irgendwie sofort vorbei. Genauso viel für uns. Und komm nochmal. Yep. Oh, wir haben gewonnen. Hm. So muss es sein. Und da können wir natürlich ein bisschen noch labern danach von wegen, ja, ist toll gebracht, Junge, hast, oder junge Frau. Und so weiter. Hier die Zusammenfassung. Je besser und trickreicher wir agieren und vor allem je mehr. Der Vorteil ist natürlich, wenn man mehr Felder anklickt, als man eigentlich braucht, man kriegt für die, sozusagen für die Links, die man zusammen hinkriegt. Also je mehr man Punkte miteinander verbindet, desto mehr Erfahrung kriegt man dafür. So ganz uninteressant ist die ganze Idee hin, also dann doch wieder nicht. Ich hätte natürlich auch ein bisschen mehr Gold aufsammeln können eben bei, aber ich wollte das irgendwie auch noch halbwegs gewinnen, ohne viel Schaden zu kriegen. Aber das hat nicht ganz hingehauen. Wir haben noch was gekriegt, Pläne für was zum Bauen, für einen neuen Antrieb, glaube ich. Aber dafür brauchen wir 750 Gold, die hatten wir, glaube ich, noch nicht ganz. Oder, gut, wir haben keinen Schaden gekriegt, wir könnten die... Ne, wir haben 675, wir haben nichts. Aber wir können Level steigen. Und jetzt können wir nicht was uns holen. Nämlich, zum Beispiel, das ist immer zufällig, deswegen ist es manchmal sehr trickreich, was man daraus kriegt. Wir haben auf jeden Fall auch hier Lebenspunkte erstmal gekriegt für unseren Iron Cast. Was kann man, wenn activate? There's one on the hand, you will consume, one less cool. Also wenn ich das aktiviere, habe ich schon 25% Chance, dass ich ein weniger von der Kühlflüssigkeit verknalle. Combination Master, if you complete a match of... Oh, ich muss 10 Nodes, also 10 von den Dinger verbinden. Dann kriegt man garantiert so eine Art, diesen Kombinationsteil gespawnt, dass man zwei verschiedene Sachen anklicken kann. Der aber zufällig dann irgendwo auftaucht. Oder der Improved Service Mechanism. Scrap, increase by 10%. Okay, jedes Mal, wenn ich dieses Gold quasi aufsammle, dann kriege ich mehr daraus. Das ist auch nicht schlecht. Man weiß natürlich nicht, was man danach alles kriegen kann. Deswegen ist manchmal schwierig. Man kann das auch aufsparen, man muss das jetzt nicht benutzen, aber ich will eigentlich das schon benutzen. Das mit dem 10 halte ich für unsinnig. Das hier, nee. Ich nehme das hier. Das mit dem weniger Kudep verknallen ist eigentlich eine gute Sache. Wir brauchen nicht recht viel in so einem Energieteil. Wir haben hier auch was Neues im Workshop, das war ja die Drives, die ich mitbauen kann. Aber wie gesagt, kostet 750, wie die meisten Sachen am Anfang. Haben wir irgendwas gesalvaged? Können wir was austauschen? Ja, das sind die beiden Kanonen nur, die wir eh schon drin haben. Lass uns mal so stehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal los zum nächsten Kampf. Ich bin noch nie weit gekommen in dem Spiel. Oh, weia, das ist eine schwere Mission, sehe ich jetzt schon. Deswegen ist er noch rot, ist hart. Man kriegt natürlich viel Asche dafür, aber ich lasse es lieber. Dann heißt es, soll es schnell bei jemandem beim Fliehen hindern. Das ist tricky, glaube ich. Das lassen wir mal gerade. The enemies attacks at this location separate points. Okay, da heißt es, zwei Typen auf einmal klatschen, so wie es aussieht. Beginning order and stealing our defense forces. Ja, versuchen wir den mal. Das ist ein Typ, den wir umnutzen müssen. Beim anderen glaube ich, es gibt auch Panzer, in Anführungsstrichen, in diesem Spiel. Die sehen aus wie Züge auf der Straße. Ja, mit Kanonen. Züge. Ja, die alten Dampflokomotiven mit Knarren drauf. Interessant. Und die halten noch aus. Ja, komm, übergehen wir mal schnell. Oh, Himmel, der ist aber ziemlich tough hier aussieht. Aus für Lebenspunkte, das ist bitter. Ich sehe schon zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Er hat nämlich die Schrotkanone, die mich meistens 1000 Brocken auseinanderreißt. Ich muss unbedingt einen hohen Schild haben und hinter das ist die so eine Art Kettenblitzkanone. Also eine Ecke wird richtig Schaden kriegen und der Rest kriegt auch noch Schaden, wenn ich das Schild nicht hoch habe. Also zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Gut, wahrscheinlich kann er bei der ersten Runde auch wie ich nicht schießen, aber wir sollten trotzdem auf jeden Fall auf die Idee kommen hier. Aber wir können eh nur maximal, ne, wir können mehr als. Ach guck mal, hier sieht man auch, wie viel Energie man hat. Ich Idiot. Wir können 8 Energie nehmen und dafür so sehr viel Erfahrung kriegen. Wir nehmen hier Nummer 9. Nehmen wir die 9. Wir haben auch Platz für 9, was gut ist. So, Raise and Shield. Wir laufen vorwärts. Und wir raisen auf jeden Fall nochmal den Schild, weil wir brauchen so unbedingt bei den Kanonen, die wir gleich uns aufschlagen. Wir nehmen Munition. Das ist das, ja, nehmen wir die alle mit. Das sind 6.
Und ich glaube, wir bereiten uns schon mal auf ein... Ne, komm, wir nehmen uns so viel Energie mit, wie wir kriegen können. Gut. Könnt jetzt noch mehr... Oh, weißt du was, wir machen schon noch eins höher. Ich will hier auf Nummer sicher gehen. Und vielleicht noch laufen eins höher. Weil, wie gesagt, das geht hier mal eins runter. Gut, mal gucken, was er jetzt macht. Wahrscheinlich auf uns schießen. Gut, dass ich ein Schild hochgemacht habe. Weil die Schrotkanone macht wahnsinnig viel Aua. Wow, Blitzkanone macht 65 Schaden. Aber die Rest habt ihr schon nichts abgekriegt. So, jetzt können wir natürlich machen, dass wir das Schild erstmal ignorieren. Weil er hat, weil so wenig Schild wie er hat. Welche Sache muss als erstes weg? Die Schrotkanone ist momentan weniger gefährlich als die Blitzkanone. Macht uns mehr Schaden momentan. Da muss die erstmal hinweggefeuert werden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kool-Aid. Wir haben nicht viel Kool-Aid hier zur Verfügung. Ich würde sagen, wir schießen aber erstmal mit. Wir haben nur ein kleines Schild. Wie viel Schaden machen wir? 15 bis 17. Viel ist das nicht, was durchhört. Wir nehmen die andere Kanone. Besser wegen dem Schild. Oder wir nehmen. Ja, komm, wir nehmen den Special und schießen mit der Knarre hier oben wieder. Weil er ist ja stehen geblieben. Das trifft ja fast alles. Und jetzt schießen wir nochmal mit dem Ding, weil es zwischen Schild geht. Der Effekt, glaube ich, ist nur für einen Schuss. Bam! Ist die Waffe im Arsch? Jawohl. Als nächstes nehmen wir uns die Schrotknarre vor. Wir brauchen wieder mal ein bisschen mehr Muni. Wir kriegen aber nicht genug Muni zusammen, wie das aussieht. Das ist schlecht. Ich bin dafür, dass wir erstmal das sowas machen. So. Dann nehmen wir das Link. Und gehen dann hier rüber. Und nehmen uns so viel von dem Moment. Kriege ich das alles hin? Ja. Da. So. Yeah. Und wir können sowas reparieren. Nämlich zum Beispiel die Verteidigungssysteme. Gehört. Gut. Jetzt haben wir nämlich ein Power-Up, das will ich auf jeden Fall haben. Das heißt, man 6 und das und dann schieße ich nochmal. Hört sich gut an. Wie kriege ich am besten 6 zu... Wir fangen hier oben einfach an. So. Ich kann auch alles nehmen. Nein, machen wir nicht. Wir wollen nicht übertreiben. Gut. Und daraufhin schießen wir mit der fetten Laserkanone nochmal. Die macht jetzt sehr viel mehr Schaden. Mach ihn weg. Overdrive. Was er fragt? Nein, er hat so 2 Lebenspunkte aus in der Knarre. Dann... Ne, komm, schieß nochmal. Da er stehen geblieben ist, tut uns gerade echt einen Gefallen. Wir können nicht daneben schießen mit den Dingern. Ich hab eben daneben geschossen, so wenige Prozentzahl, und ich habe alles daneben geknallt. Das kann nicht sein. Gut, was können wir noch tun? Wir können noch einmal was richtig hier erledigen. Wir haben noch einen Punkt. Jetzt wird es natürlich trickreich. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Punkte, wie ich Großfläche zusammenhängen. Ich glaube, wir tun mal hier das, damit wir noch Energie da gleich zusammenkriegen. Ja, das macht vier Runden erstmal fertig. Er repariert was, macht wieder weiter Schild drauf, macht richtig weiter Schild drauf und bewegt sich jetzt. Okay. Und wir sind stehen geblieben, weil, wie gesagt, geht hier mal eins runter. Gut. Ich bin dafür, wir knallen ihn jetzt so viel über den Haufen, dass er... Ne, wir können gar nicht schießen, wir haben nämlich keine Moon mehr. Das heißt, wir sollten Energie zu uns zusammenkrallen, so viel wir kriegen können. Nehmen wir erstmal die 4. Und dann würde ich sagen, wir nehmen hier die Reparaturpunkte alle zusammen. Ja. Und jetzt haben wir auch gerade genug, dass wir einmal richtig schießen können. Welche Kanone ist wieder da? Die Kanone ist wieder, die muss wieder weg. Ich bin dafür, da uns ja die Punkte erhalten bleiben, die wir zusätzlich einsammeln. Machen wir das so. Laserkanone raus und hoffen, dass er trifft. Getroffen, das war gut. Und wir reparieren natürlich noch was. Wir reparieren das Ding auf. Und, kommt das auch. Wir tun sofort den Schild weiter erhöhen. Und warten ab die Runde. Genau, das hat ja viel gebracht. 2 Sachen repariert. Blöd. Okay, 7, 3 Schaden. Ging noch. Und was kommt noch? Nix. Gut. Er ist stehen geblieben. Das heißt, warum wir treffen ihn mal so automatisch. Wir schießen ihm wieder auf. Ne, dieser Kanone ist immer noch schlimmer. 4 Energie. Ja. Wobei, wir brauchen gerade gar keine Energie. Wir brauchen allererstes mal Kool-Aid. Wir haben nämlich kein Kool-Aid mehr. Wir nehmen so viel davon mit, wie wir kriegen können. Das sind 13. Nehmen wir alle auf jeden Fall. Boom. Da haben wir nämlich richtig viel Platz da drin. So, jetzt geht's nämlich hier los. Wir nehmen uns einmal, glaube ich, Gold. Für Keys kriegen. Und würde ich sagen, weil wir eh nur schießen wollen, den über den Haufen knallen am besten. Nehmen wir erstmal... Ja, mehr als 6 bringt ja leider nichts. Also nehmen wir nur 6. Und feuerfreie Laserkanone. Boom. Und du bist tot, Junge. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, läuft. So muss das sein. Und so geht das Spiel immer weiter. Wir steigen hoffentlich auf. Yep. Boom. Und wir können wieder gucken, was wir kriegen.
Ich muss ehrlich zugeben, wo ich hier das Spiel angefangen habe und noch nicht so ganz gerafft habe, wie ich das zusammen benutzen muss. Junge, da war manchmal der erste Mech, der mein letzter Mech, den ich gesehen habe. Okay, was kriegen wir jetzt hier zusammen? Okay, Link-Nodes tun generell öfter spawnen. Cooling für complete 8 Match Cooling. You will gain 2 Bonus Credit. Okay. Wobei das ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Und all shots from the next fire boost. Oh. 20%. Ah doch, hab ich doch richtig gelesen. Doch, es boostet einfach die nächste Waffe für 20%. Doch, super. Ich dachte, ich habe da irgendwie das Wort Chance reingelesen, wo da gar nichts bei stand. Nehmen wir sofort. Deswegen aber die Fähigkeit hier unten jetzt auch, die meine auch zwischen reinspeisen können. Und die ist... oh, die aktiv... Ich muss die Fähigkeit auch anschmeißen, Grins. Ah, da war was. Huch. Nee, ich würde sagen, soweit habt ihr jetzt mal gesehen. Achso, ich gehe am besten mal ganz kurz hops, nur damit ihr mal seht, was nämlich passiert. Wobei, ich will eigentlich gar nicht hops gehen. Wobei, vielleicht passiert es trotzdem. Moment, stopp, halt. Sekunde, wir haben ja eben was gekriegt. Wir gucken mal kurz rein, wir haben ja Geld. Wir können so eine Schrotkanone kaufen. Wollen wir das haben? Nö. Eigentlich nett, weil wir haben eine Energiekanone. Weil wie ihr seht, da... Genau. Ne, der braucht nur Munition und Kälte. Okay. Nee, nehmen wir nicht. Haben wir was anderes Schönes? Drivers. Das ist ein 21% maximales Ausweichen. Was haben wir momentan drin? 24%. Vergesst das, was ich gesagt habe. Machen wir nicht. Wir gehen einfach in die Mission. Ja, wir gehen einfach in die Mission. Okay. Ist der jetzt einfacher geworden ein bisschen? Noch nicht wirklich. Okay. Gut, dann würde ich sagen... warte mal. Defeat zwei Ziele ineinander. Und hier das ist. Da. Okay, wir haben 10 Runden Zeit, um 8 solcher Vorratskisten schon mal zu sammeln. Versuchen wir das. Vielleicht geht das auch schrecklich in die Hose. Ich habe schon mal Kämpfe gehabt, ich konnte nichts mehr machen, weil überall alles so verteilt war auf der Karte, dass ich dachte mir so, und jetzt? Was soll ich tun? Das ist aber auch einer, der nicht unbedingt einfach ist. Hier die Typen bin ich eben schon mal ganz hoffnungslos verreckt an dem Typen. Weil er hat nämlich das gleiche wie ich. Das ist immer schlecht. Vor allem die Kanone, die... Genau, die Laserkanone, die uns durch den Schild knallt, wie als ob es kein Morgen gäbe. Gut, wir werden sofort tun, was wir am besten können. Wir werden... Erstmal hier die Felder alle rausnehmen. Reparaturfelder. Und jetzt... Oh, da oben sind zwei von den Kisten, die ich unbedingt haben muss. Lass mal machen. So. Fupp. Und ich habe vergessen, dass ich in der ersten Runde überhaupt nicht schießen darf. Das war schlau von mir. 8, 9, 10. Nehmen wir alles. Wir laufen. Wir gehen. Auch Schild drauf. Und... Nee, noch nicht. Okay, er ist stehen geblieben. Mal gucken, was er tut. Daka. Oh, da ist kaum was durchgekommen. Perfekt. Komm, schießen. Und nicht damit. Das ist schlecht. Die Drivers haben wir es abgekriegt, aber es geht noch. Also rennen wir sofort. Gut. Wir haben noch ein Schild. Wir wollen ihn auf jeden Fall erschießen mit allem, was wir haben. Wir machen Captain. Ne, brauchen wir nicht. Stopp. Mach das nicht. Wir tun. Wie kriegen wir am besten die Punkte zusammen? Ich würde sagen, Reparatur nehmen wir erst raus. Dass wir Munition richtig hochkriegen gleich, damit wir auch richtig schießen können. Wupp. Genau. Jetzt muss ich doch Kälte rausnehmen. Aber ich glaube, ich schieße jetzt erstmal. Am besten, seine Laserkanone muss immer noch weg, also schießen wir unsere Laserkanone. Feuer! Gut. Und das hier brauche ich auch nicht wirklich gerade, weil das durch ein Schild gehen tut das Ding eh schon ziemlich gut, deswegen egal. Wir nehmen uns noch die Driver höher, damit wir wieder voll sind. Und jetzt holen wir uns einmal Kälte und danach machen wir richtig viel Moon. Und tun dem Typen richtig einen von Latz knallen. 1, 2, 3, 4, 6. Nehmen wir Nummer 7, in der Ecke komme ich eh nicht nochmal hin. Okay, und jetzt sollen wir den boosten. Schießt er uns kaputt? Ja, wir boosten das nächste Mal. Voll. Fast gut. Das Ding lebt aber noch. Schießen einfach nochmal. Ist er jetzt endlich kaputt? Ja, nein! Dein Lebenspunkt. Das kann nicht sein. Okay, dann müssen wir es jetzt nehmen, wie man es... Ne? Müssen wir es nehmen, wie es kommt. Oh, er hat nichts getan. Er hat einfach nur gerappt, das Teil. Sehr gut. Das könnte uns... absolut einen Vorteil bringen, das hier. Wir sammeln erstmal die ganze Energie hier auf, die wir kriegen können. Können wir noch mehr kriegen? Ne, können wir nicht. Fupp.
Dann raise ich erstmal den Schild und laufe los. Raise nochmal den Schild. Weil die Energie ist ja für den Rest nicht relevant. Wollen wir durch das Schild mit Dauerfeuer schießen? Ich bin fast dafür. Und dann schieße ich mit der Schnellfeuerknarre gleich. Wenn ich die, den Moon zusammenkriege, was schwierig wird, glaube ich. Ja, machen wir aber trotzdem. Und, ja, ich würde sagen, wir machen als allererstes. Wir tun jetzt mal ganz viel vor diesem von Heildinger hier wegknallen. Oder? Ja, wir sollten was wegmachen, damit was nachrücken kann. Ah, jetzt komme ich die Felder, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Okay, durch ein Schild knallen. Mit allem, was wir haben. Feuer frei. Das sah gut aus. Ist das Ding weg? Jawoll! Gut! Und wir rappen noch das Ding wieder rauf. Fertig. Oh, nein. Au! Oh. Au! Das ist... Im Vergleich zu FTL, man sieht einen Unterschied. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Deutlicher, tödlicher Unterschied. Energie. Erstmal. Da sind zwei Kisten. Wie viele Kisten brauche ich noch? Wir haben erst zwei. Das ist ziemlich schlecht. Dann nehmen wir erstmal die. Warte mal, kann ich von denen hier rüber wechseln? Nein, natürlich nicht. Nehmen wir erst, das ist die Rap-Dinger, damit wir hier raufrappen können ein bisschen. Waffe ist wichtiger. Und wir müssen Moon haben, wir kriegen keine Moon. Das ist echt schlecht. Dann nehme ich jetzt hier die Moon erstmal raus. Und schieße wenigstens einmal. Die Laserkanone muss endlich weg. Die ist nicht wirklich weg. Wir holen das Schild lieber rauf. Maximum Schild. Scheiß aufs Laufen. So mit 8% ausweichen, dann bin ich lieber mit dem Schild unterwegs. Oh, Schild down. Oh, jetzt haben wir kein Schild mehr. Aber er kann auch nichts mehr machen. Das ist jetzt eine ziemlich schnell ausgehende Sache, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, auch, wir machen erstmal das. Und dann hier das, so. Genau, machen wir das alles mal weg. Aha, jetzt haben wir erstmal Munition gleich. Wir haben auch kaum noch Kühlung. Das ist 5. Dann haben wir genau genug, um auch zu schießen, wie wir wollen. Direkt mal auf seine Knarre schießen. Am besten mit der Laserkanone. Haben wir noch andere Fähigkeiten? Nein, gut. Laserkanone frei. Laserkanone ist im Arsch. Dann schießen wir als nächstes. Oh, richtig, der Schild ist ja ausgegangen. Wir müssten eigentlich reparieren mit irgendwas. Aber wir haben noch nichts zu reparieren. Das heißt, wir machen das. Das Schild bleibt aus. Das ist echt unangenehm. Wir schießen auf jeden Fall weiter mal gehend auf seine Waffen. Durch den Schild. Und überhitzt gerade, was ein Fehler ist. Schild bitte rauf. Das war ein Fehler. Ich hätte das nicht machen dürfen. Weil jetzt habe ich Überhitzungsschaden gerade kassiert dafür. Man kann sich auch umbringen mit Überhitzung. Oh Mann, jetzt ist da volle Kanne läuft der jetzt. So, als allererstes hole ich mir mehr Kühlung, weil dann habe ich keine Kühlung mehr. Kühlung bitte. Gut, weil wenn ich dann damit aktiviere, was nämlich auch Kühlung braucht, dann macht das Ding einfach, schmilzt der uns weg. Energie brauchen wir mal, ganzen Satz. Und wir holen uns jetzt, schade, das hätte ich gerne dazu geholt, aber das kriegen wir nicht. Nee. Ich kann nur 3 kriegen. Komm, die 3 müssen es halt reichen. Ne? Die 3 müssen es hinkriegen. Was wollen wir weg haben? Die Laser kommen wir wie immer. Feuer. Nein! Oh nein! Ich benutze das jetzt nicht, weil sonst haben wir wieder Überhitzung. Oder brauche ich da irgendwas anderes? Ja. Dann haben wir gleich eine Fähigkeit noch. Okay, wir lassen es so stehen, weil sonst überhitzen wir uns wieder. Stehen! Warten und? Schild auf. Alles auf Maximum, dass wir ja nicht erwischen können ihn. Mieser Hund. Okay, dann würde ich sagen, wir tun Energie haben. Oh, nee, halt nicht so. Energie holen und in die Kiste. Nummer 1. Jetzt haben wir 6 von 8. Da wäre noch einer höher. Ich versuche mal so viel wegzumachen, wie eh möglich ist. Und was nachrückt, was wir brauchen können. Nee, nicht ganz. Doch, 3. Perfekt. Wir haben aber keine Kühlung. Das war jetzt unvorteilhaft, würde ich mal sagen. Aber wenn ich das hier benutze und das zusammen benutze und dann noch hier oben mit Dauerfeuer gebe, kann das sein, dass der hops geht. Also, alle Fähigkeiten. Feuer und Feuer! Aber das. Nein, da kommt der nächste. Oh, das wird unangenehm.
Wir haben es geschafft. Ich wusste ja nur 8 Kisten sammeln. Die habe ich gerade gekriegt. Mit einem riesen Haufen Asche da oben drauf. Mann, was eine knappe Geschichte. Wir haben auch richtig viel Knete dafür gekriegt, obwohl wir total zerschossen wurden dafür. Fast 2 Level gestiegen auf einmal. Cooler Shit. Und wir haben irgendwas bekommen. Neuen Schild, glaube ich, und einen Drive. Ja, genau. Humpel mal vom Schlachtfeld, bevor der zerschossen wird. Ja, man muss nur die Mission schaffen. Also muss ich dann nur das fordern, was man braucht, und dann läuft die Sache. Lass mal rappen hier. Rappen. Rappen alles. Fähigkeiten noch. Ja, aber ich würde sagen, jetzt habe ich genug gezeigt. Ich würde sagen, jeder, der jetzt das irgendwie cool fand, der kann das für, ich glaube, vor kurzem, also beziehungsweise jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, glaube ich, kostet das 9 Euro. Und ich glaube, wenn nach der Promo-Version, also ne, 30% off war das Spiel, das ist, glaube ich, kostet jetzt 12 Euro auf Steam. Ist also wahrlich günstig. Dafür hat man auch ein recht, auch relativ coole Optik und vor allem mit einem sehr interessanten Hintergrund, ausnahmsweise mal. Ja, mal ein Mech-Spiel hat. Ein Steampunk-Mech-Spiel. Sondergleichen. Ich finde es cool, obwohl ich mich schon sehr geärgert darüber habe, wie teilweise Zufälle einem zerpflücken können. Aber ich habe sehr viel Gold diesmal. Wow. Yeah. Ja gut, lass uns mal so stehen. Danke fürs Zusehen. Das war's von mir im G3. Das war der Random Friday wieder mal. Und tschüss. Bis demnächst mal.